Leute, Flasho hier. Eine neue Woche hat angefangen und darum geht's direkt weiter mit Plants vs. Zombies. Wir sind in Level 3-7, haben also auch bald die dritte Welt hinter uns gebracht, sind dann in der vorletzten Welt, in Welt 4. Gucken jetzt mal, was hier so kommt. Ja, standardmäßig nehme ich wieder diese Dinger hier mit. Das konnte man immer gut gebrauchen. Diesmal nehme ich auch dieses neue Spikeweed mit, was wir beim letzten Mal gekriegt haben. Und ja, als Absicherung würde ich sagen eine Jalapeno. Genau. Fangen wir an. Mal sehen, was dieses Spikeweed kann. Wir haben ja im letzten Video gesehen, dass in der Beschreibung steht, dass es Reifen zerplatzen lässt. Ich hoffe, das ist gegen diese Eismaschinen ziemlich effektiv und nimmt die direkt aus dem Spiel. Wäre zumindest nicht schlecht. Aber wir werden es sehen. Ich denke mal, ich werde die Chance bekommen, das in diesem Video auszuprobieren. Und ich sehe gerade, es kommen in diesem Level wieder drei Wellen. Das heißt, es wird ein sehr langes Level. Bin ich mal gespannt. Aber das Gute an diesen langen Leveln ist, dass ich eine richtig große Basis aufbauen kann. Ich kann meine Pflanzen hier richtig weit ausbauen, sodass ich am Ende eine riesen Armee habe. Und das sieht dann immer ziemlich cool aus und zerlegt alles. Das finde ich eigentlich besser. Aber, naja. Vielleicht macht mich das Level ja jetzt auch kaputt. Wir wissen es nicht. Aber wir werden es rausfinden. So, bisher läuft es ja ganz gut. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Sonnenblumen. So schnell ging es bisher nur selten. Aber ich habe auch, normalerweise kam der letzte Zombie, der erste Zombie kam normalerweise immer, während ich erst zwei Sonnenblumen habe. Jetzt habe ich einfach mal am Anfang direkt drei gebaut und habe den Zombie ein bisschen laufen lassen. Und dann erst die Schussblume gebaut. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, jetzt schnell sowas bauen. Dann dürfte der eigentlich rechtzeitig kaputt gehen. Jetzt müsste ich auch langsam mal für Wasserverteidigung sorgen. Glaube ich. So, das unten passt. Ja, das passt. Sehr gut. So. Sparen wir mal ein bisschen, damit wir hier genug für haben. Genau. So, machen wir weiter mit Sonnenblumen. Oh, jetzt habe ich das Geld verpasst. Genau in der Sekunde, wo ich draufklicken will, geht's weg. Ah, so ein so was Blödes. Aber naja. Gut. So. Ich bin hier so ziemlich an der Grenze meines Goldes, meines Sonnenlichts. Immer am Limit. Das ist eigentlich ganz gut. In einem Strategiespiel ist das perfekt. Da versucht man immer möglichst bei 0 Gold zu sein und alles Gold immer direkt rauszuhauen. Damit man nie irgendwie zu viel hat und wirklich am Maximum spielt. Hier in Plants vs. Zombies gelingt mir das gerade ziemlich gut. Aber hier ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig. Aber egal. Vielleicht werde ich ja Plants vs. Zombies Pro-Gamer. Und trete gegen andere Leute an, wer das Level schneller schafft. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht. Die Levels sind ja durch die Wellen begrenzt zeitlich. Na gut. So, jetzt gucken wir mal, ob direkt so eine Eismaschine kommt. Bisher nicht. Da kommt einer mit Hut. Mit Eimer als Hut, meine ich. So, bauen wir mal noch die Eispflanzen aus. Und dann ist die erste Welle eigentlich auch schon abgewehrt. Perfekt. Dann könnte ich ja langsam mit einer... oh, was ist das? Ah, wieder. Großer Diamant, der 1000 Gold, 1000 Dollar gibt. Und dann kann ich ja jetzt langsam mit einer Verteidigung anfangen. Hier mit einer Walnussverteidigung. Das klappt ja immer super.
wenn ich diesmal keine weder Kürbisse noch Jumper mit habe. Oh oh. Bei dem einen Zombie wird es aber gerade knapp, so ein bisschen. Ah ne, er schafft's, er schafft's. Sehr gut. So. Ich dachte jetzt schon, in der zweituntersten Lane geht meine Eispflanze drauf, weil der eine Zombie wirklich weit gekommen ist. Aber erst noch kurz vorher, bevor er anfangen konnte zu essen, ist er noch gestorben, zum Glück. Ja, und jetzt passiert hier gerade nicht mehr viel. Die Spike-Dinger stelle ich jetzt mal hier nach vorne. Der Cooldown ist relativ kurz, wie ich gerade sehe. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann die wahrscheinlich auf jeder Lane bauen. Oh, jetzt gibt es hier aber unendlich Gold. So. Ich meine, die Dinger machen ja auch Schaden, wie wir gelesen haben, wenn ein Zombie drauf steht. Das heißt, wenn die da drüber laufen und von den Eispflanzen geeist werden, laufen die da drüber und müssen dann eigentlich kontinuierlich Schaden kriegen. Gucken wir jetzt einfach mal. Sie stellen sich drauf und kriegen Schaden. Boah, wie schnell die kaputt gehen, das ist ja krass. Habt ihr das gesehen, wie schnell der Typ da oben, der über das Bikeweed gelaufen ist, wie schnell der im Arsch war? Hammerhart. Cool. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, nice. Ja, die Dinger merke ich mir. Diese scheinen nämlich echt richtig krass zu sein. Die nehme ich auf jeden Fall jetzt öfter mit, denke ich mal. Gut, gegen den Typen mit Helm hat es jetzt nicht ganz so viel gebracht, leider. Aber wir können ja... Ups. Wir können ja einfach noch eine Verteidigungslinie aus den Spikeweeds machen. Die scheinen ja auch nicht wegzugehen. Und die scheinen ja die ganze Zeit da zu sein. Also perfekt eigentlich. So, stellen wir die überall hin. Und dann laufen gleich die Zombies nur noch über Stacheln. Top. Und teuer sind die ja auch nicht, kosten nur 100. Ich habe 1700, also das muss man sich mal reinziehen, wie viel Kohle ich gerade habe. Jetzt kommt die nächste Welle und die dürfte eigentlich draufgehen. So. Machen wir einfach noch eine Reihe von diesen Dingern. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Wasser bauen können, aber wahrscheinlich nicht. Ich versuche es gleich einfach mal. Aber dann werden die wahrscheinlich... Na, ich weiß nicht, gucken wir mal. Ne, so kann ich nicht. Ah, das kann nur auf normalem Grund gebaut werden, okay. Ich versuche sie gleich aber trotzdem mal im Wasser zu bauen, auf so einem Lilipad. Wobei es irgendwie wenig Sinn macht, weil Lilipads normalerweise gefressen werden. Aber mal sehen. So. Komm, was soll der Geiz? Mach mal noch eine Lane. Also jetzt versuche ich das mal hier. So. Ne, geht nicht. Na, war mir auch irgendwie klar. Hätte auch irgendwie keinen Sinn gemacht, wenn das gehen würde. Naja, egal. Und hier noch eine kleine Verteidigungslinie. So. Ja, mit diesen Spike-Dingern ist das echt nicht schwer. Guck mal, unten auf der untersten Lane, der Typ hatte auch einen Eimer auf. Der hat's nicht, hat's gerade mal bis ins dritte Feld geschafft. Super. Ja, so ist das perfekt. Und weil es so schön ist, machen wir auch direkt damit weiter. Mit diesen Spike-Teilen. Dann kommt wirklich überhaupt nichts mehr durch. Ja, schönes Level. Ist auch gar nicht so leicht, also es kommen extrem viele Zombies mit diesen Eimern auf den Kopf, also das Level ist echt nicht so leicht. Das muss ich sagen. Aber mit dieser Taktik, die ich gerade benutze, auch nicht übertrieben schwer. Also kann man locker schaffen, wenn man das so macht wie ich. Jetzt kann ich auch überhaupt nichts mehr bauen. Die einzige freie Stelle, die ich jetzt noch habe, ist im Wasser.
Und da kann ich eigentlich nur diese Tangle Kelps bauen und die haben relativ hohen Cooldown. Aber egal, die Map ist eh gleich geschafft. Jetzt kommt die letzte Welle. Ich könnte jetzt eigentlich fast mit Jalapenos um mich schmeißen. Ah, jetzt höre ich, jetzt kommt mal unten auf der untersten zweiten. Jo, das stirbt direkt komplett. Das ist ja geil. Habt ihr gesehen, dass die Eismaschine, die unten war, die ist explodiert. Und, jo. Hat direkt das komplette Auto gekillt. Allerdings ist dann das Tangle Kelp auch weggegangen. Das ist ein bisschen schade. So, und jetzt habe ich hier ein kleines Problem im Wasser. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die da so krass kommen. So, einfach schnell noch eine Walnusse gesetzt. Sonst kriege ich hier echt ein Problem. Kriege ich wahrscheinlich auch sowieso. Oh oh. Dann machen wir das mal so. Geht das auch? Ja, so geht's auch sehr gut. Boah, ich dachte jetzt schon, die machen mich fertig. Da kamen echt viele im Wasser. Krass. Glück gehabt, dass das mit der Jalapeno im Wasser geht. Echt nochmal Glück gehabt. Naja, egal. Das merke ich mir, dass ich irgendwie im Wasser eine bessere Verteidigung bauen muss. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. So, sieht aus wie ein brennender Baumstamm. Wie ein brennender Baumstumpf. Kostet 175 Sonnenlicht. Torchwood, ja. Also so ein Fackelholz, würde ich es jetzt übersetzen. Erbsen, die da durchfliegen, werden zu Feuerbällen. Cool. Also ich muss das wahrscheinlich vor die Erbsenkanonen bauen und dann schießen die Erbsen keine Erbsen mehr, sondern Feuerbälle. Das ist geil. Also das nehme ich auf jeden Fall demnächst mal mit. Wie das mit diesen Eiserbsen aussieht, weiß ich nicht, was dann passiert, ob die dann noch effektiv sind oder nicht. Das werden wir aber rausfinden. Ich sehe gerade, wir sind bei ungefähr 12 Minuten. Das heißt, nächstes Level lohnt sich wahrscheinlich nicht. Daher mache ich jetzt hier Pause und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, Leute.